Calcio Berlin Shopping Guide. Sind wir noch in 2023? 50-50. Ja, doch, sind wir. Wir sind noch auf den letzten Metern. Ja. Auf den letzten Metern der Bundesliga-Hinrunde ist Borussia Dortmund auch ganz schön die Luft ausgegangen, kann man sagen. Wir wissen deswegen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht, ob Edin Terzic denn noch Trainer ist, wenn dieses Video veröffentlicht wird, oder Sebastian Kehl Sportdirektor. Beide sollen ja auf der Kippe stehen. Ja. Beide werden zumindest heiß diskutiert. Aber wir wollten uns mal anschauen, was muss der BVB in diesem Winter machen? Klar ist, der BVB sucht jemanden für die Außenverteidigung. Da suchen sie jemanden, weil unter anderem Rami Benzebaini im Januar beim Afrika-Cup, so rum ist richtig, weilen wird. Und da braucht man jemanden, der ihn kurzfristig ersetzen kann. Und die Anforderung ist, glaube ich, der Spieler soll positionsflexibel sein, damit er gegebenenfalls danach woanders auch spielen könnte. Yes. Und gleichzeitig Kapazitäten mitbringen oder Fähigkeiten mitbringen, um potenziell Leistungsträger, Stammspieler werden zu können. Ja. Ist ganz schön hoher Anspruch dafür, dass man hört, Budget sollen so 5 bis 6 Millionen Euro sein. Brutal schwierig, muss man wirklich sagen. Ist nicht so wahnsinnig viel Geld. Und damit wir ein bisschen mehr Geld haben, haben wir entschieden, Donny Malen, haben wir jetzt schon gehört, hat einen Berater gewechselt, soll nicht abgeneigt sein, den Verein zu verlassen. Ja. Wir verkaufen einfach Donny Malen und nutzen ein bisschen die Kohle, um vielleicht hinten links gelöst zu kriegen und gleichzeitig eine, die wir finden, hoffentlich, bessere Alternative zu verpflichten. Eine A-Lösung. Ja, du sagst es, ne? Der BVB, jetzt ist es offiziell, kein Sieg im Dezember in der Bundesliga. Ich glaube, diverse 1-1 in Serie. Wir wissen nicht, ob Terzic noch Trainer ist. Es gab ja vor dem letzten Spiel gegen Mainz durchaus wohl eine Jobgarantie. Da hatte man das Spiel noch nicht gesehen. Und ja, du sagst es, also der Linksverteidiger war für mich mit 5 bis 6 Millionen eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Und wir haben uns kurz unterhalten. Ich glaube, du bist zuversichtlicher, dass leider ein guter Fit ist, als ich es vielleicht bei der Position bin. Bin ich tatsächlich. Ich bin sehr überzeugt von dem Spieler, ja. Dann sollte ich eigentlich anfangen wahrscheinlich gleich. Von mir aus gerne. Wollen wir ein Budget festlegen? Machen wir traditionell eigentlich immer. Erstmal, wie viel glaubst du, kann man für Donny Malen kriegen? Ich sag roundabout 30 Millionen. Ja, also ich glaube, 40 wäre zu hoch für mich. Ich hatte tatsächlich eher so mit 25 plus gerechnet, aber ja, also 30 ist Korridor 25 bis 30. Kommen wir beide hin, wenn wir sagen, unser Budget für diese Folge hier liegt bei 25 Millionen Euro. Ich komme auf jeden Fall hin. Ich kann direkt sagen, ich habe mich beim Außenverteidiger trotz allem an das 5-6 Budget gehalten. Ja, ich auch. Und habe bei dem hier einfach nur geguckt, kann ich das verrechnen mit Donny Malen, und da bin ich überzeugt von. Okay, dann easy, arbeiten wir einfach so. Start gerne rein mit deinem Linksverteidiger. Linksverteidiger, ja, du hast es gerade eben schon gesagt, wichtig ist eine gewisse Flexibilität, was die Position betrifft. Und ich habe jemanden gefunden, der spielt in Frankreich. Der hat seine Karriere begonnen als ZM. Hat dort, ich habe alles aufgeschrieben, 39 Spiele als DM, 35 als ZM, 50 als LM und inzwischen 130 als AV. Und das Ganze mit 26 Jahren. Ja. Chilenischer Nationalspieler. Chilenisch? Yes. Chi-chi-chi. Le-le-le. Von Tu-tu-tu-Luz. Nee, komme ich nicht drauf. Gabriel Suazo heißt der gute Mann. Okay. Begann seine Karriere, wie gesagt, als zentraler Mittelfeldspieler. Und das sieht man auch an seinen Statistiken. Ist ein sehr, sehr guter Passspieler von der Position. Ist jemand, der immer versucht, das Spiel schnell zu machen. Das ist eine seiner absoluten Kernqualitäten. Ist bei Progressive Passes mit 4,98 für einen Außenverteidiger in den Top 20%. Ist außerdem ein sehr guter 1-gegen-1-Spieler. Ist da in den Top 9%, 1,57 direkte Take-Ons pro Spiel. Und was ihn auszeichnet, was aber auch durchaus ein bisschen ein Problem bei ihm ist, ist, dass er die Rolle des zentralen Mittelfeldspielers, man merkt, dass die tief drinnen sitzt, tendiert durchaus dazu, ein bisschen früh vielleicht ins Zentrum zu gehen. Aber würdest du ihn als spielstark im Aufbau bezeichnen? Ja. Aber wenn er das ist, dann ist das vielleicht ja auch gar keine schlechte Eigenschaft, weil wir haben beide Emre Can aufgestellt, weil wir nicht glauben, dass dort etwas passieren wird. Und Emre Can, vielleicht Unterstützung von einem einrückenden Spieler im Aufbau. Das war genau der Gedanke, in den ich gegangen bin, was bei ihm bei Toulouse eben, weil es an der Art des Spiels liegt, auffällt, ist die Passquote, 80,2% ist Durchschnitt auf der Position, aber er spielt eben unglaublich viele Progressive Passes, sprich spielt mit viel Risiko im Spielaufbau. Wie gesagt, guter Passspieler, mit dem Fuß zieht er gerne ins Zentrum, was er sehr, sehr gerne macht, er geht immer die gesamte Länge mit, wenn er Ball fernläuft, also wenn es über rechts geht,
taucht er immer am 16er Eck auf und bietet sich super gerne an, ist auch in den Top 30% bei Toren für Außenverteidiger mit relativ wenig Abschlüssen. Liegt aber auch daran, dass Toulouse versucht, sich ins Zentrum zu kombinieren und weniger mit Flanken arbeitet. Da ist er aber jemand, der sich immer auf der anderen Seite anbietet. Bei ihm ist halt das große Thema. Er ist jetzt 26 Jahre alt, spielt seit 2 Jahren in Europa, kam von Colo-Colo. Und er hat eben noch nie auf dem Niveau Borussia Dortmund gespielt. Ja. Hat er einfach nicht. Er ist aber statistisch einer der besten Außenverteidiger dieser Europa-League-Saison. Er hat, glaube ich, 2 Tore, 2 Vorlagen bis jetzt gemacht. Hat in der Liga auch 2 Assists und kombiniert eben Stärke im Aufbauspiel, eine gewisse Torgefahr, weil er eben auch im 1 gegen 1 sehr gut ist, mit guten Defensivstatistiken. Tackles, Interceptions, Blocks, alles Top 25 bis Top 10%. Ist also defensiv sehr, sehr solide. Zwei Themen, wie gesagt, mir so ein bisschen, wo ich sage, muss man gucken. Und weshalb ich meine Sorgen habe, ist A, noch nie auf dem Level gespielt und B, Endgeschwindigkeit ist so, ist für mich ein bisschen die Frage. Ja. Also er ist nicht der mit unglaublich viel Tempo über die Seite anschiebt, sondern eher jemand, der ein bisschen bedächtiger ist und versucht dann Situationen um 1 gegen 1 zu lösen. Ja. Fair enough, aber Gabriel Suazo, also nochmal. Also ich glaube, vielleicht dann ja auch eher jemand, der Richtung, also Option geht auf mehreren Positionen, ja, der vielleicht eine gute, was passiert da? Der wird S-U-A geschrieben, okay, ist mir gerade aufgefallen. Fair enough. Also jemand, der vielleicht dann eine gute Option ist auf verschiedenen Positionen, flexibel, ja, einsetzbar, aber der vielleicht nicht mehr in sich hat, plötzlich nochmal, genau, den hier zu machen. Also das hier ist der absolute Vergleichsspieler für mich. Ja. Also bei Riasson, der kam auch in einem gewissen Alter von Union Berlin, macht das super, aber wir gucken Riasson zu und wir wissen auch alle, der wird nicht zu einem Weltklasse-Spieler auf seiner Position werden. Nee, aber ich finde auch eben, Riasson ist definitiv jemand, sogar einer der Lichtblicke dieser, ja, Saison, würde ich sagen. Er spielt ja bei uns beiden, das, ja, ist ja schon Zeichen genug. Auszeichnung genug. Mein Spieler ist ein bisschen jünger, ist 23 Jahre alt, spielt in Belgien beim FC Brügge. Oh. Und das wird auch noch sehr, sehr wichtig. Das ist ein Spieler, der im Sommer auch bei Union Berlin gehandelt worden ist. Da hielt es so ein bisschen der oder Robin Gosens. Am Ende kam Robin Gosens. Und er hört auf den Namen Maxime de Kuyper. Ja. Ja, okay. Packe ich schon mal direkt aufs Feld. Ist jemand, der hauptsächlich auf der linken Seite zu Hause ist, aber eben auch verschiedene Positionen spielen kann. Er hat auf der linken Seite, also ist die letzten beiden Jahre verliehen gewesen an Westerlo, ist erst diesen Sommer zu Brügge zurückgekehrt und hat bei Westerlo in 2 Jahren einmal zweite Liga, 1 Jahr belgische erste Liga, insgesamt in 58 Spielen 14 Tore und 10 Vorlagen beigesteuert. Das sind sehr ordentliche Werte. Ja. Aber er ist eben jemand, der kann links hinten spielen, macht er auch jetzt in der Viererkette absolut tadellos, aber hat auch schon linkes Mittelfeld und linker Flügel gespielt, hat schon rechts verteidigt, hat auch schon ein einziges Spiel zumindest innen verteidigt. Also ist jemand, der wirklich recht flexibel ist, 1,82 groß, heißt, bringt auch ein bisschen körperliche Voraussetzungen mit, um im Zweifelsfall auch ein bisschen zentraler spielen zu können. Der statistisch und mein Spieler in besser in fast allen Sachen. Ja, das sein, ist so, ja, es ist so, ich sehe es gerade, ja, es ist so. Ich habe auch hier ein kleines Radar-Chart mitgebracht von eben Maxime de Kuyper, hier verglichen mit seinen Positionskollegen aus der belgischen Liga in dieser Saison. Diese Radars kann man übrigens erstellen, wenn man bei Twitter den guten Mann Ben Griffiths aufsucht. Der hat da so eine sehr coole App erstellt, wo man selber sich aus allen verschiedenen Ligen, sogar Serie B, was auch immer, Radar-Charts erstellen kann. Und da sehen wir bei Maxime de Kuyper eben, er ist in Belgien im Vergleich mit seinen Positionskollegen, also oberstes Prozent, es geht nicht besser in der Genauigkeit seiner langen Pässe, von denen auch viele spielt. Er ist bei progressiven Pässen im absolut obersten Perzentil, es geht, ja, nicht besser. Er ist, was Vorlagen, zweite und dritte Vorlagen angeht, in den Top 3% seine Kollegen und ist beim Gewinnen der defensiven Duelle auch in den Top 3%, also auch jemand, der eine gewisse Defensivkompetenz mitbringt. Ich würde schon sagen, dass tendenziell das Verteidigungsspiel am ehesten noch zu den Dingen gehört, die er verbessern kann. Es ist teilweise ein bisschen überforscht in der Entscheidungsfindung, also manchmal mal fault er ein bisschen unnötig, da ist definitiv noch Luft nach oben, aber ich glaube, der BVB krankt ja vor allem daran, dass es im Spiel von hinten nach vorne nicht so richtig funktioniert, dass die Mannschaft oft vor dem Rätsel steht, wie kommen wir kontrolliert mit Ball von hier nach da vorne, um Tore schießen zu können, und dafür ist, glaube ich, de Kuyper mit seinen technischen Qualitäten ein sehr, sehr guter Spieler. Ich habe hier mal eine Szene mitgebracht aus dem Spiel gegen KAA Gent, ja, die so ein bisschen zeigen soll, seine Pressing-Resistenz. Er wird da eben, hat den Ball, wird angelaufen von einem Spieler und macht dann eine Art Passfinte, täuscht an, dreht sich einmal um 180 Grad um die eigene Achse in die andere Richtung auf und spielt dann mit dem ersten Kontakt wieder mit dem linken Fuß, mit dem Außenriss Pass nach vorne. Muss man dazu sagen,
hier diese Screenshot-Dinger, haben wir auch schon drüber gesprochen, die sind immer nur, die tragen nur so und so weit. Ja. Es wäre idealer, wenn wir richtige Spielszenen zeigen können. Können wir aber nicht. Screenshots sind nur da, um so ein bisschen was zu bebildern. Und er ist eben jemand, der ist Pressing-resistent, der ist mutig. Der hat, könnt ihr sicherlich halt jetzt noch sehen, in der Conference League jetzt auch gegen Bodo Glimt einen richtig geilen Assist gemacht. Also einfach ein selbstbewusster, mutiger Fußballer. Und ich glaube, man könnte ihn kriegen für einen halbwegs vernünftigen Preis aus zwei Gründen. Brügge hat auf der linken Defensivseite mit Bjorn Meyer einen 20-jährigen Niederländer, der riesengroßes Talent ist, der vielleicht noch mal ein größeres Talent ist, der noch mal jünger ist. Generell bei Brügge spielen einige Baller, die haben auf der rechten Defensivseite einen 18-jährigen Kyriani Sabé, auch richtig, richtig gut. Der ist aber aktuell verletzt. Heißt, sie haben auf links jemanden, der da spielen kann, der auch zuletzt da gespielt hat. De Kuyper ist dann eben auf die rechte Seite unter anderem ausgewichen. Und sie haben rechts gleichzeitig einen verletzten jungen Spieler. Das heißt, warum nicht anbieten, hier, wir haben hier einen Thomas Meunier, der hat 5 Jahre Brügge-Vergangenheit. Ja. Für das Niveau sollte es sicherlich noch reichen. Der bringt viel Erfahrung mit. Wenn er bereit ist. Ich glaube zurück zur Brügge? Ich hoffe es. Es wäre schön. Aber der verdient ja schon viel Geld bei Dortmund. Und ich habe halt so, ich glaube halt, dass Meunier, was hat er, der hat ja auch fast 100 Länderspiele oder sowas, denke ich mal. Ich habe halt bei dem so Saudi-Arabien Angst. Aber wir nehmen Wann läuft denn sein Vertrag aus bei Dortmund? 25 oder diesen Sommer? Diesen Sommer läuft der Vertrag aus. Also, ja gut, dann hat er Also gehen muss er sowieso. Also damit meine Rechnung aufgeht, habe ich gesagt, er geht 6 dahin. Millionen Euro musst du zahlen für Maxime de Kuyper und legst eben noch Thomas Meunier in die Verrechnung oben drauf. Wenn du das nicht tust, glaube ich, reden wir eher über 8, 9, 10 Millionen Euro. Aber das ist jetzt die Art und Weise, wie ich versucht habe, das Problem zu lösen. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich war in Belgien heute bei Union Saint-Gilloise in der Recherche unterwegs. Die haben, wie heißt er, Castro Montes, der aktuell rechts verteidigt, bei denen ist eigentlich ein Mittelfeldspieler und das auch statistisch brutal gut macht. Und als du gerade von Belgien geredet hast, dachte ich kurz, oh krass, dass wir da eventuell denselben Mann im Auge hatten. Hatten wir aber nicht, aber selber Mann im Auge ist das Stichwort hier. Ist es, denn wenn wir ganz transparent sind. Wir haben gerade hier gesessen, das muss ich dazu sagen. Wir haben es direkt vor der Aufnahme festgestellt. Genau, und wir sind ja, also wir recherchieren immer alle, ob es Krögi und du sind oder ob sie beide sind, Krögi und ich, immer komplett unabhängig voneinander. Und es kommt aber in der Regel trotzdem sehr, sehr selten vor, dass wir gleiche Spieler mitbringen. Also wie gesagt, es kann passieren, weil wir eben reingehen damit, dass jeder für sich recherchiert. Aber es kommt sehr, sehr selten vor. Diesmal muss man sagen, ist es vorgekommen. Ja. Und wir haben es rausgefunden. Ich habe dich erst gefragt, ist dein Spieler, würdest du sagen, ein Baller? Ja. Und du hast sofort gesagt, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann hast du gesagt, ich glaube, André Breitenreiter könnte sich über ihn freuen. Und der wird ja Nationaltrainer des Kosovo. So ist es. Und es ist eben ein Kosovare. Und dieser Kosovare, wir können ihn gerne gleichzeitig hinlegen, hört auf den Namen Edon Zegrova, ist 24 Jahre alt und spielt bei der USC Lille. Boom. Und dessen Statistiken und dessen Highlight-Reel aus dieser Saison sind somit die schönsten Sachen, die man sich im europäischen Fußball, glaube ich, angucken kann. Es sind absurde Statistiken. Wir benutzen ja Y-Scout, haben wir schon ein paar Mal erzählt. Ja. Und da kann man sich ja so die besten Aktionen aus den letzten 5, 6 Monaten, was auch immer, zusammenfassen lassen. Ich habe mir das heute 2-mal in Folge angeschaut. Weil es einfach Spaß macht. Ich hatte innerhalb von einer Minute entschieden, der ist es. Aber ich habe es einfach nochmal laufen lassen und nochmal laufen lassen, weil es so unglaublich krass ist. Der Mann ist, wie du gesagt hast, Kosovare, mit deutschen Wurzeln, ist in Herford geboren und hat auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Unweit von Dortmund ja eigentlich. Ne? So ist es. Ist aber scheinbar so ein bisschen durch die Cracks gerutscht, weil ich glaube, seine Familie ist zurück in den Kosovo gegangen, glaube ich, relativ früh. Dann über die Schweiz und sowas. Über die Schweiz, richtig. Spricht aber auch Deutsch. 25 Jahre alt, 1,81 Meter groß, also tatsächlich für einen Flügelspieler. Relativ groß, trotzdem die Kategorie antrittsschnell und unglaublich stark im 1 gegen 1. Also unglaublich stark, also unnormal stark, eigentlich muss man sagen. Vielleicht der Beste, also wir haben ja eben drüber gesprochen, bei FBref gibt es eben den Bereich Successful Dribbles und du kannst immer auf das Segment, was du dir anschauen möchtest, klicken und kriegst dann quasi sowohl den Referenzwert nach oben als auch nach unten. Ja. Also wer ist die Benchmark oben und wer ist unten, wer ist schlecht und der Referenzwert für erfolgreiche Dribblings ist einfach Edon Zegrova. Ich möchte noch dazu erwähnen, kleine Anekdote, ich habe in meinen Docs zu Hause liegen gehabt, also nicht in meinen Schuhen, sondern in einem Doc-File habe ich zu Hause liegen gehabt, zuletzt bearbeitet am 6. Juli 2023. Ja. Das heißt einfach nur Gladi,
also wie die Gladys, ja. Wie Gladbach. Ja, das mögen sie. Und da steht original nichts drin, außer ein Name, Edon Zegrova. Das ist alles, was drin steht. Also ich habe schon mal über den Mann nachgedacht, dann wieder verworfen. Ich glaube damals, weil es mir kostentechnisch zu ambitioniert schien für Borussia Mönchengladbach. Aber ja, du hast es schon angesprochen, er ist ein absolutes 1-gegen-1 Monster. Bevor wir über die Sets reden, ich habe mir ein paar Sachen noch aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben, er liebt das 1-gegen-1, sucht förmlich Situationen, in denen er isolierte Gegenspieler hat und ist in der Lage, in einer Telefonzelle an jemandem vorbeizudribbeln, weil so wirkt er auf mich, hat eine extrem gute Balance gegen körperlich stärkere Gegner, weil er eben mit 1,81 und was auch immer, 65 Kilo oder sowas, das ist schon auch nicht zu unterschätzen und er weiß, das einzusetzen. Ja, dieser klassische niedrige Körperschwerpunkt, ja. Das heißt, du erst einfach nicht leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen, kann den Ball sehr gut abschirmen, kann ich gerne auch hier reinwerfen, habe ich tatsächlich eine Szene mitgebracht, die genau das zeigt. Im Spiel jetzt gegen PSG, wo er so viele geile Dribbling-Aktionen hatte, das ist eine davon, er kommt eben an der Außenlinie an den Ball, dreht zwei Gegenspielern seinen Rücken zu, schirmt den Ball an der Außenlinie effektiv ab, bleibt da stabil, geht vorbei, dribbelt den nächsten aus und nimmt dann aus dem Strafraum eben so einen Abschluss aufs lange Eck, der geht knapp vorbei. Aber es zeigt trotzdem sehr, sehr stark oder sehr gut, was für eine Art Spielerqualität er eben hat. Du sagst ja was Gutes, Abschluss aufs lange Eck, er spielt rechts, ist Linksfuß. Und also er ist, ich würde sagen, tendenziell ein Spieler, der... Der Kosovo-Robin. Es ist natürlich der Vergleich, weil er hat auch in diesem Highlight-Reel noch ein oder zwei Tore, wo er genau das macht. Er cuttet halt vom Flügel rein, aus dem 1-gegen-1, geht's nach innen, schließt ab aufs lange Eck, Traumtor. Hat er in sich. Ich würde aber sagen, dass er tendenziell ein Spieler ist, der eher auf seine Mitspieler guckt, als auf seinen eigenen Abschluss. Wobei ich da glaube, dass das, ich glaube, das könnte sich noch ändern. Also ich glaube, er hat auch noch mehr Torgefahr inhärent in sich. Seine Stats sind ja auch diese Saison 1 Tor und 4 Vorlagen in 16 Spielen, 12 davon, oder 15 Spielen, 12 davon in der Startelf. Hat sich auch, muss man sagen, erst diese Saison bei Lille in die Stammformation reingearbeitet. In der Vorsaison waren es 11 Spiele von Anfang an, viele als Joker. Diese Saison gehört er zum Stammpersonal und macht es da eben richtig, richtig gut. Ich glaube, es macht auch nochmal Sinn, drüber zu sprechen, warum wir offensichtlich beide glauben, dass er eine gute und vielleicht auch eine bessere Alternative zu Daniel Malen ist. Ich weiß nicht, ob du anfangen willst oder. Ja, ich kann gerne anfangen. Und ich würde tatsächlich anfangen, indem ich erstmal ein paar absolute Vergleiche mit Bundesliga-Top-Wingern ziehe, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was dieser Mann in isolierten Situationen in der Lage ist anzurichten. Also, wir hatten gerade eben über die Take-Ons gesprochen, ne, über die Dribblings im 1-gegen-1. Das heißt, was kann ich alleine eben erzwingen? Da sind in der Bundesliga ja sehr, sehr gute Spieler, zum Beispiel Chris Führig, der hat 2,9 pro Spiel. Dort sind in der Bundesliga Leroy Sané mit 3,92 pro Spiel. Das sind Top-Werte. Er hat 4,28. Damit ist er Top 1%. Und das sind eben erfolgreiche Dribbelauflösungen. Das heißt, wenn du den in eine 1-gegen-1-Situation bekommst, gibt es nicht viele Spieler, die das besser lösen können. Und ein daran anschließender Stat ist natürlich die Shot Creations. Ja. Die sind unglaublich bei ihm. Unglaublich. Also deswegen, also mein Problem mit Daniel Malen ist, er bietet kein Outlet, um Pressing zu überspielen. Nein. Mein Problem ist, wenn Daniel Malen nicht trifft, wenn er keine Tore macht, ist sein Mehrwert fürs Dortmunder Spiel einfach sehr, sehr begrenzt. Weil er ist unheimlich torgefährlich für einen Flügelspieler im Verhältnis, aber da auch deutlich mehr als unser Mann. Definitiv mehr als unser Mann. Aber ich habe hier mal so eine schöne Gegenüberstellung mitgebracht. Also, die kann ich auch kurz dir mal zeigen. Das ist so ein Radar-Chart hier, wo du eben siehst, Malen in den letzten 365 Tagen verglichen mit Edon Zegrova nach den FBref-Stats. Und du siehst einfach Torgefahr, ganz klar, Daniel Malen weit voraus, aber Shot-Creating-Actions. Versuchte Pässe, progressive Pässe, progressive Carries, sogar erfolgreiche Dribblings, progressive Passes received, also wie viele Bälle, wie anspielbar bist du, wie verfügbar bist du für Anspiele. In der raumgewinnende Anspiele. Genau, also bist du einfach jemand, den man finden kann oder versteckst du dich so ein bisschen? Also in allem, was 14,13 kriegt er progressive Passes pro Spiel. Also in allem, was über das reine Torschießen hinausgeht, bietet er den Dortmunder Spiel, was ja auch daran krankt, dass es oft unkreativ wirkt, dass die Chancenkreierung, die Lösungen im letzten Drittel einfach fehlen, bietet er einfach einen klaren Mehrwert zu Daniel Malen. Und wir haben ja auch beide es genauso aufgestellt. Wenn sie ihn kriegen sollten, eine Flügelzange auf den Platz bringen, Jamie Bynoe-Gittens und den Typ auf der anderen Seite, dann ist das in der Bundesliga absolutes Top-Niveau. Das da kann man darüber diskutieren, dass wahrscheinlich Sané und Coman im Zweifelsfall noch eine bessere Zange sind. Aber viel, viel mehr musst du dich nicht verstecken, weil 1-gegen-1 hast du dann zwei absolute Demons auf beiden Seiten. Du hast ja gerade Leo Sané angesprochen. Der ist ja der Top-Assist-Geber der Liga bis jetzt in dieser Saison. Wird das vielleicht auch bleiben. Der ist bei Shot-Creating-Actions, sprich einfach Aktionen, aus denen Torschüsse entstehen. Da hat er 5,14 im Spiel. Das ist ein sehr, sehr guter Wert, Top 11%. Und Edon Zegrova liegt da bei 6,42, Top 1%.
Also wie gesagt, er ist einfach ein Baller. Ja. Also tut euch selber den Gefallen nach diesem Video. Sucht mal nach Highlight Reels, guckt ihn euch an, weil das macht einfach unglaublich viel Spaß. Deswegen ist auch, glaube ich, bei uns beiden einfach auch eine egoistische Sache mit drin. Es wäre einfach saugeil, diesen Typ in der Bundesliga zu sehen. Ich bin mir sicher, er würde in Dortmund sowieso dann, aber generell einer der Lieblingsspieler dieser Liga werden, weil er einfach so viel Spaß macht. Heute, du hast heute früher angefangen als ich mit der Vorbereitung oder generell früher angefangen und hast dann heute Morgen mir geschrieben, dass du eine Top-Lösung für den linken Verteidiger gefunden hast. Dann habe ich jetzt ein paar Stunden später geschrieben, ich bin mit meinem linken Verteidiger nicht zufrieden, aber ich habe einen rechten Flügelspieler, den ich in der Bundesliga sehen muss. Ja. Und stellt sich raus, dass wir denselben haben. Was wollen wir für ihn zahlen? Also, ich glaube, also zuallererst mal finde ich, dass ich selten einen Spieler hatte, wo die Statistiken so dermaßen nahe liegen, dass der für den nächsten Schritt bereit ist. Das sieht man nicht allzu häufig. Er wird auf 10 Millionen bei Transfermarkt taxiert. Es ist aber eine steil steigende Kurve seit Sommer 22. Ja, und es ist Wintertransferfenster. Er ist ein wichtiger Spieler für Lille. Er hat noch einen recht langen Vertrag bis 2026. Also, ich habe gesagt, unter 15 Millionen Euro kommst du nicht raus aus der Nummer. Ich habe sogar ein bisschen höher angesetzt. Ich habe gedacht, wenn wir Doniel für 25 verkaufen, dann müssen wir bei 20 oder sowas für Jacques ansetzen. Okay, dann sagen wir mal Korridor 15 bis 20 ist der Mann, den man für ihn bezahlen müsste. Ja. Wir wissen nicht, ob der BVB das tut, ob Malen den Verein überhaupt verlässt. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig, für das, wo der BVB vielleicht wieder hin will, ist ein Spieler wie Segrova, wäre in meinen Augen eine klare Verbesserung und eine Weiterentwicklung dieses Kaders. Und es wäre, ich will diesen Jungen in der Bundesliga sehen, wie du schon gesagt hast, er in der Nähe von Dortmund aufgewachsen, also wie viel passender kann es sein? Wir sind beide, glaube ich, uns auch einig, dass man gerne auch vielleicht hier noch was getan hätte. Wir hätten gerne was gemacht. Sehr, sehr gerne, aber ich glaube, es wird nicht passieren und passt dann auch nicht mehr ins Budget rein. Nee. Mal gucken, ob das ein Thema für den sogenannten Sommer wird. Für den Moment sagen wir vielen Dank. Das ist der letzte Shopping-Guide aus 2023. Das ist unser letztes Video 23. Wir nehmen morgen noch einen Podcast auf und dann hauen wir beide ab in die Weihnachtsferien. Aber ist das Letzte, was released wird? Nee, das weiß ich nicht, aber das ist einfach nur jetzt mal, wie sagt man, Nähkästchen. Nähkästchen ist das letzte Video, was wir dieses Jahr aufnehmen. Ja. Also in diesem Sinne, macht's gut, feiert ein schönes Silvester und bis zum nächsten Mal. Tschö.